Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Nächste Challenge, Dark World of the Night. Naja, was heißt nächste Challenge, ne? Gleiche Challenge. Also los geht's. Wir gehen gleich mal nach oben. Und finden da ein paar Gegner vor, die eigentlich noch recht einfach sind, die mich aber gerade auch schon fast erwischt hätten. So, dann schauen wir mal, dass wir diese hier jetzt noch ausschalten. Oh, bitte lass es jetzt mal eine gute Pille sein. Oh, Telepilz. Gut, wir wissen aber nicht, wo das ist. Doch, hier oben. Da, wo wir gerade drin waren. Okay. Und Pride. Nach Super Pride kommt Pride. Dafür ist mir eigentlich egal, dass wir jetzt gegen Pride kämpfen müssen, denn Pride ist, alright. Okay, der war schlecht. Und ich habe viel zu oft Pride gesagt. Schon klar. Ja, ja, schieß du mal. Ja, ja, ja. Oh, oh. Erledigt. Und eine Karte. The High Priestess. Ja, das lässt mal Muttis Fuß auf irgendeinen Gegner runterklatschen. Und wenn kein Gegner da ist, dann auf uns. Mach den Stein kaputt. Danke. So, jetzt bist du dran, Kollege. Boah, das war knapp. Na komm, also geht's. Die Fliege kaputt, die uns eigentlich gar nichts tut. Das ist schon traurig, dass wir Gegner töten müssen, die uns eigentlich gar nichts tun. Oh. Blöde Maus. Nimmt man sie einmal raus, klickt sie gleich auf irgendwas anderes und dann hat man wieder ein Problem. Ich glaube, diese Karte werde ich bei dem nächsten Boss einsetzen oder bei dem darauf folgenden, je nachdem wie schwierig die Bosse sind. Das weiß man ja eigentlich schon vorher. Oh, der Odd Mushroom. Einer von denen. Und dieser hier ist schön, denn dadurch werden wir kleiner. Wir bekommen, glaube ich, mehr Speed. Und unsere Schussgeschwindigkeit, also unsere Schussrate ist komplett oben. Ja, wir werden ein Stückchen schneller und wir schießen so viele Tränen wie sonst kein anderer. So, wir waren oben, glaube ich, waren wir schon überall. Denke ich mal. Oben hier. Ja, da waren wir schon. Gut, falls wir Herzen verlieren, wir wissen ja, wo wir welche kriegen in dem Raum da, in dem super geheimen Raum. Jetzt schauen wir mal, wen bekommen wir? Monstro, den können wir auch so besiegen. Das ist doch kein Problem. So, ausweichen und drauf schießen. Jetzt noch ein Damage ab. Ach ja, genau, ich glaube, unsere Damage wird dann aufs Niedrigste auch runtergesetzt durch den Odd Mushroom. Durch diesen hier. Ist schade, aber ich denke mal, wenn wir jetzt ein Damage Up bekommen würden, wenn wir jetzt zum Beispiel schon wieder das Fleisch bekommen würden, dann wäre das sehr nice und wir hätten noch eine höhere Chance. Jetzt noch Damage dazu, dann haben wir aber... Dann haben wir gute Karten. Außerdem mache ich jetzt erstmal die Häufchen kaputt, da kann ja noch was Gutes drin sein. Bevor der Gegner es kaputt macht. Kaputt! Oh, und wir bekommen den Jesus Juice. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, ob das jetzt endlich mal gefixt wurde, dass er nicht Damage macht. Fände ich nicht so gut, muss ich mal sagen. Jesus, 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 J, 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 Jesus Juice. Despite text due to bug increases damage instead. Ja. Erhöht bei uns unseren Schaden. Das ist doch schon mal schön. Gut, und wir gehen eins tiefer. Bekommen noch ein Herz dazu, weil wir ein heiliges Herz bei uns hatten. Das ist gut. Vier Herzen. Das ist schon mal eine schöne Kombi. Also, Karten stehen gut, aber ich bin immer noch misstrauisch, ob wir es schaffen. Okay, hier ist noch ein Herz. Sofort merken. Das Geld holen wir uns wann anders. Ich will jetzt unbedingt erstmal wieder einen Schlüssel haben, denn der wäre jetzt am wichtigsten für uns. Gut, dass ich mir die Bombe aufgespart habe. Vielleicht ist hier nämlich ein Schlüssel drin. Ja. Mensch, so ein Glück hat man selten. Und ich werde schon wieder getroffen. Das gibt's ja nicht. Das gibt es ja nicht. Diese Gegner sind zum Kotzen. Ach, hier wäre noch einer gewesen. Super. Gut, dann nehmen wir doch mal das, was in dem Goldraum ist. Wenn es etwas Gutes ist, versteht sich. Das Zyklopenauge. Boah, jetzt kriegen wir aber Sachen. Ich weiß nicht, ob sich das verträgt. Gucken wir mal. Oh ja. Oh, jetzt gucken wir mal. Ja, eigentlich ist es recht weit unten, aber wir haben trotzdem jetzt haben wir vollen Schaden und eigentlich schießen wir sogar mehr, als da steht. Also unsere Fire Rate, also unsere Feuerrate ist höher, als es hier steht.
Auf jeden Fall sehen wir doch jetzt putzig aus. Oh. Gut, damit haben sich unsere Chancen nun erhöht. Und zwar um einiges. Dann schauen wir mal, dass wir diese Runde geschaukelt kriegen. Irgendwie kommen wir ja schon ins Ziel. Zack, zack. Oh, 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 oh. Oh, da haben wir jetzt Glück gehabt. Gut. Du, Kollege, weg mit dir. Ey, jetzt. Na also. Noch ein Schlüssel. Mensch, jetzt kriegen wir Schlüssel en masse. Schauen wir mal hier in den Shop rein. Wir werden uns die Bombe kaufen, denn damit sprengen wir jetzt den Stein hier. Ja, damit können wir doch arbeiten. War jetzt gerade ein kleiner Stopp, aber egal. Boah, jetzt haben wir sogar so viel Leben. Bam. Boah, jetzt hauen wir rein. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Bitte gute Pille. Ranger, boah, das gibt's ja nicht. Jetzt läuft's. Gut, und... Vermein. Bam. So schnell geht der Boss fertig. Gut, Vermein wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen, aber mal ein bisschen auf Geschwindigkeit bauen. Zack, zack. Boah, jetzt geht's aber hier. Mit unserem Schaden, da können wir ordentlich was anrichten. Jetzt fehlen uns allerdings die Bomben, die ich jetzt gerne kriegen würde. Oh, dieser Schaden ist unglaublich stark. Diese Schüsse sind einfach Hammer. The Chariot. Damit werden wir einen kleinen Raum haben. Unbesiegbar. Für einen kleinen Moment jedenfalls. Und der Rest kommt dann alles noch. Naja. Und wir können Gegner Schaden machen, indem wir gegen sie rennen. Das ist ein gutes Item. Also als Space-Item ist es eigentlich auch ganz gut, finde ich. Und jetzt so als Karte ist sehr gut, muss ich eigentlich sagen. So, wir gehen jetzt schön in den Goldraum mit was Gutes. Poison Touch ist das, glaube ich. Ja, Poison Touch, ich meine, kann man mitnehmen. Jetzt haben wir wieder zwei Augen, aber immer noch die größten Schüsse. Das ist ja gut. Wir sehen sehr interessant aus, muss ich sagen. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, wie ich finde. Nein, böse Bombe. Wow. Ja. So. Zack. Weg damit. Will ich nicht haben. Deine Bomben. So, das Item werden wir einfach mitnehmen, Mr. Boon. Kann man halt irgendwann mal benutzen. Wir benutzen es jetzt gleich mal, um hier unten den Stein hoffentlich nach unten zu bringen. Genau. Und ein Health Up. Mensch, jetzt läuft's. Gut, wir bekommen als Gegner Gertie. Aber den Gertie, der nicht spucken kann, der kann nur Gegner bespawnen. Genau. Der kann nur Gegner spawnen. Von daher eigentlich ein recht schneller Boss. Wir müssen mal The Chariot. Bam. Und wir machen sogar noch einen Poison Touch dabei. So. Er verliert also, hat eben gerade doppelt verloren und wir hauen jetzt ordentlich rein. Das war's mit dem Boss soweit. So kann's gehen. Gut, jetzt kriegen wir ganz viel Geld und einen Dämonenraum. Damage Up brauchen wir nicht und das andere brauchen wir auch nicht. Damit würden wir ein Herz, ein richtiges Herz eintauschen gegen drei Silberherzen. Machen wir nicht. Wäre Quatsch. Wäre totaler Quatsch. Okay. Catacombs 2. Zack. Hilfe. Zack. Kaputt. Und Schlüssel wollte ich gerade sagen. Ist aber Geld. Glatt vergessen. So. Jetzt haben wir ihn aber. Ja. Die Gegner, die kleinen Kackbratzen, sind auch Geschichte. Blutemini, hey, den Boss kennen wir doch, glaube ich, noch. Was heißt glaube ich? Ich kenne auf jeden Fall noch. Jetzt liegen hier auch noch überall Herzen rum, die wir gar nicht brauchen. Ist ja auch nicht schlimm. Zack. Fliege kaputt, Fliege kaputt, Fliege kaputt. Fliege kaputt. Fliege nicht kaputt. Nicht reinrennen. Skeleton Key, 99 Schlüssel. Wir haben ja gar keine Probleme mehr. Also, vorerst. Kann ja noch kommen. Wer weiß. Nach oben waren wir noch nicht, stimmt.
hier ist... Oh! Hier ist eine ganz schön knappe Sache am Laufen. Wir können mal in den Shop reingehen. Wird wohl nichts Schlimmes drin sein. Stimmt auch. Die Karte wird uns eh nichts bringen. Von daher ist uns das jetzt auch egal. Also gehen wir raus und schauen mal, wo der Boss ist. Denn wir haben in dieser Ebene alles gefunden. Mal sehen, war ich rechts schon? Nein, dann wird er wohl rechts auch sein. Boah, diese Schüsse sind einfach Hammer. Das Geld holen wir uns aber. Das Geld holen wir uns nicht. Wir nehmen doch keinen Schaden für Geld. Zack. Und zack, den wollte ich eigentlich gar nicht erwischen. Ich wollte ihn in der Mitte erwischen, aber gut. Ach nö, ach nö, ach nö, ach nö. Aber wenigstens hier oben der Bossraum, also wir müssen diese Viecher machen. Ja, nicht von unten. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ganz ruhig. So, tot. Schlüssel, wir gucken aber noch, was hier rechts ist. Hier kann ja auch nochmal was Gutes sein. Nein. Gut, dann gehen wir jetzt eben trotzdem zum Boss. Ist mir doch egal. Gettergaums 2. Wen finden wir? Die Husk. Ja. Sollte jetzt nicht so das Problem darstellen, weil er schon fast tot ist. Weil er tot ist. Okay, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Und wir bekommen jetzt einen Tiersab. Das ist sehr gut. Obwohl wir jetzt sowieso nicht schneller schießen. Egal. The Hanged Man als Karte. Auch gut. Gehen wir weiter. The Death's One. Achso, jetzt sind wir hier. Das war kein Gegner. Das habe ich nicht gemerkt. Ja, die schießen immer weiter. Das finde ich blöd. Hier oben, die Bomben holen wir auf jeden Fall da raus. 2-1. Kann man machen. Hat man immerhin eine gewonnen. Zack, zack, zack. Hier muss man schnell sein. Aber das bin ich nicht. So, jetzt bist du auch weg. Genau. Weg damit. Will ich nicht haben. PhD, Better Pills. Falls wir jetzt noch Pillen finden, sind die gut. Das ist sehr schön. Da muss ich jetzt da auch keine Angst mehr haben, dass wir auf einmal schlechte Pillen bekommen. Oh, Level Junior. Verdammt. Die sind zu schnell manchmal. Die sind manchmal einfach zu schnell. Muss man jetzt mal ja so festhalten. Schade. Schade, schade. Jetzt wurden wir doch einmal getroffen. Boah. Ich renne erstmal ganz in die Bombe rein. Och nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, 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 Bombe, Geld, wunderbar. Jetzt finden wir den, wenn wir jetzt den Shop finden, gehen wir auf jeden Fall rein. Diese Raumkonstellation finde ich so zum Kotzen, weil einfach, man muss auf alles achten. Und das ist auch etwas unmöglich. Obwohl es gerade ganz gut läuft. Puh, ah, oh, oh, knapp. Tschüss ab. Wunderbar. Hochlebe PhD. Boah, das war, oh, ihr wollt mich doch verarschen. In diesem Raum werde ich dann zweimal sogar getroffen. Na super, danke auch. So ein Mist. Hier bekommen wir einen kleinen Gegner. Mach die Fliegen weg. Zack, und kaputt. Jetzt haben sich unsere Seelenherzen aufgebraucht. Das ist schade. Aber ich vermute mal, dass wir auch ohne auskommen können. Beziehungsweise, dass wir wohl überleben werden. So, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Ich hab gesagt, geh kaputt. Geh kaputt. Geh doch. Das ist wirklich mal eine gute Runde. Sonst findet man nicht so gute Sachen. Monstro 2. Aua. Ich bin hinter dir. Hätte sie nicht gedacht, ne? Ich versuche jetzt wieder seinen Schwachpunkt zu finden. Der hier ist hier entdeckt. Ach, verdammt. Er hat sich befreit. Nein! Nein, 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 nein. Oh, mach's kaputt. Ja, mach's kaputt. Ist mir egal. Sind nur deine Leute gewesen. Ist mir doch schnupper. Aber ja, gut, das war's. Ein Range up. Ja, wie weit schießen wir denn jetzt eigentlich? Oh, durch den ganzen Raum. Cool. Nehmen noch das halbe Herz mit. Und jetzt geht's runter. Auf in Muttis Ebene. Nein, er ist gegen mich gesprungen. Zack, kaputt. Ich will doch nur den Typen hier treffen.
genau den. So. Ah, Mann, 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 Mann. Die wollen einen aber auch nicht in Ruhe lassen. Gibt's ja nicht. Unmöglich. Und dann auch noch getroffen worden. Das ist doch... Und ein Gehirn. Dieses Gehirn war grün. Wer hat grüne Gehirne? Bitte um Antwort. Das ist ganz schön blöd hier. Ach du Scheiße. Ja, einmal getroffen werden war eigentlich schon klar, war mir schon vorher klar. Das war knapp. Aber wir springen uns hier erstmal alles frei. Komm noch ein. So, ein Seelenherz. Sehr schön. Was bekommen wir hier? My Little Unicorn. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Der Chariot haben wir schon gesehen, was die macht. Sehr gut. Ja, und die Challenge werde ich jetzt noch zu Ende machen. Von daher ist mir jetzt auch egal, dass ich jetzt 16 Minuten schon aufgenommen habe. So lange sollte es nicht mehr dauern. Soweit ist jedenfalls mein Gedanke. Ah, den habe ich übersehen. Den habe ich ganz klar übersehen. Da muss man sagen, man kann ja nicht auf alles achten, ne? Ah, die Bombe, die Bombe. Wir brauchen sie zwar schon fast nicht mehr. Boah. Ah, von unten. Wer greift denn schon von unten an? Ach Mann, das geht doch nicht. Ihr seid gefangen, das finde ich sehr schön. Und habe ich bessere Chancen, euch zu töten. Naja, für euch jetzt vielleicht nicht so der große Vorteil, aber ja, einer muss es halt schaffen. Wir werden auch in den Arcade-Raum gehen, da können wir nämlich nochmal ordentlich was sprengen. Habe ich gerade Lust drauf. Und vielleicht bekommt man ja auch nochmal eine gute Pille raus. Hier sogar noch ein Herz. Das ist sehr gut. Ganz, ganz viel Geld. Überall bekommen wir Geld raus. Das ist doch auch mal was. Hätten wir jetzt Geld gleich Damage. Das schaffen wir aber erst nach dem 8. Mal Mutti besiegen, glaube ich. Aber richtig Mutti besiegen. Ja, geht mir doch aus dem Weg. Da unten bist du. Jetzt bist du da oben. Getötet. Jetzt kann Mutti ja nur noch diesen Weg, also die ganze Zeit nach oben sein. So habe ich das jedenfalls gerade im Kopf. Boah, ich habe schon gedacht, der wird jetzt auf uns schießen. Gut. Oh, nein, ich war doch schon längst aus seinem Schussfeld raus. Das gibt's doch nicht. Gut, bringen wir auf jeden Fall noch den Stein, bitte was Gutes. Ja, ein Seelenherz, sehr gut. Und noch ein Damage ab. Na gut, warum nicht? Und hier, was ist denn das eigentlich? Portable Slot. Oh, cool. Was gibt's? Full Health. Gut. Ja, kann uns ja nicht viel passieren. Spielen wir eben nachher mal eine Runde. Noch eine Pille. Cheers up. Immer gerne. Warum nicht? Achso, oh, nee, falscher Knopf. Leider nichts bekommen. Ein Schlüssel. Brauchen wir nicht. Egal. Was kriegen wir denn noch alles? Das ist doch mal interessant. Ein halbes Herz. Halbes Herz. Geld. Ach komm, das ist jetzt eh so blöd. Das bringt uns ja genau genommen gar nichts. Gut. Wir sollten jetzt echt mal auf direkten Wege zu Mutti gehen. Stirb, du Kopf. Stirb. Na gut, das war echt eine blöde Idee, den gleich als erstes zu töten. Das hätte ich besser planen müssen. Aua. Das war blöd von mir. Bitte, Kiste. Seelenherzen braucht der Mensch. Kein Geld. Ach, komm. Wo ist denn der Boss? Ey, das gibt's doch gar nicht. Der ist ja wirklich in der letzten Ecke. In der allerletzten Ecke. Ich werde von sowas hier getroffen. Boah, ne. Ey, so geht das nicht. So kann das hier echt nicht weitergehen. Da opfere ich echt nur eine Bombe, um das Herz zu kriegen. Ich könnte zwar auch in den Shop gehen, aber das ist mir jetzt zu weiter weg. Gedärme. Jo, Mensch, wie geht's? Gedärm. Okay, das war knapp. Da hätte ich wieder fast was abgekriegt.
Wäre nicht so vom Vorteil gewesen. Da ist er endlich. Gut, wir sprengen aber nochmal den Automaten. Flat Benny, der uns jetzt auch gar nichts mehr bringt. Außerdem haben wir schon genug Schlüssel. Jetzt Mutti. Das ist wieder ein super Tier, komm. Blöd, jetzt hast du mich nicht mehr angegriffen. Und jetzt ausweichen. Bam, 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 bam. Alles ist zerstört. Alles zerstört. Hilfe. Da war der Fuß. Da ist Sorge. Da ist der Fuß. Da ist Haut. Da ist der Fuß. Knapp, 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 knapp. Da ist das Auge. Da ist der Fuß. Wow, ist das knapp. Da ist das Auge. Chip. The Candle. Wir haben es geschafft. Yes. Isaac was cornered. His das mother, kennen wir doch schon. With the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. As I'm told, my lord, I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, oh, yeah. It was over. Deswegen, die ersten vier Challenges waren ja auch schon da, als wir angefangen haben. Und deswegen müssen die auch nur bis zum Mutters Fuß gemacht werden. Und nicht bis zum Rest, also bis zu Muttis Herz. Von daher ist das schon logisch, dass ich das jetzt so weitergemacht habe. 22 Minuten sind jetzt trotzdem geworden. Da habe ich Glück gehabt, dass die Aufnahme hier nicht abgeschmiert ist, aber kann ja noch kommen. Deswegen lasse ich das trotzdem noch durchlaufen hier, diese schöne letztes Zeug hier, ne, genau, ich habe gerade das Wort vergessen, was es ist. Ja, ich verabschiede mich schon mal, schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal, Tschüssikowski.